Hallo meine Loch Ness Monsterchen und willkommen zu Part 21 von der Single Mom Challenge mit mir, Nessie. Und es ist lange her, als ich das letzte Mal hier aufgenommen habe. Und ja, es sind einige Änderungen vorgekommen. Ich fange gleich mal an. Unsere wunderschöne erwachsene Lillian hat ein Makeover bekommen. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, längere Haare, neue Outfits. Ich habe ihr ein Tattoo gegeben. Okay, jetzt habe ich es weggemacht, wegen der Kleidung. Sie hat ein Tattoo bekommen. Das einfach, ich finde, das passt einfach zu ihr so sehr. So süß irgendwie bei ihr. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Outfits neu sind, welche nicht. Deswegen zeige ich euch einfach nochmal alle. Auch die alten. Weil ich glaube, bei manchen habe ich was geändert, bei manchen nicht. Warum habe ich jetzt zweimal das gleiche Outfit? Weiß ich nicht. Es ist jetzt weg. So. Natürlich ist Lillian nicht die Einzige, die Outfit-Änderung bekommen hat, sondern auch, ich glaube, ein bisschen die Rosalia. Und ganz noch weniger der Lucas. Lucas, das habe ich gerade ganz komisch ausgesprochen. Ja. Die haben alle eine Änderung bekommen. Denn erstens, mit der Zeit ändert man ein bisschen seinen Stil. So, ein bisschen Röckchen, ein bisschen Nicht-Röckchen. Sie hat solche Muskeln, also Rosalia, ganz ehrlich, uff. Ich hätte nie gedacht, dass sie solche Muskeln haben wird. So, ich glaube, der Rest ist gleich geblieben. Lucas hat, glaube ich, nur ein paar Outfits. Nee, ich glaube, Schlafoutfits habe ich ihm gegeben. Ja, so ein Mantel. Hier ist nichts Neues. Das ist neu, das Outfit. Das glaube ich auch. Und das auch. Jeanette habe ich gar nicht geändert, denn wie wir es wissen, also wie ich es gesagt habe, wollte ich bis zum Dienstag spielen. Habe aus Versehen bis zum Mittwoch gespielt. Das heißt, und an Donnerstag, Sims Donnerstag hat sie Geburtstag. Deswegen habe ich sie nicht geändert, weil sie wird dann ganz anders aussehen als Teenager. Und jetzt noch was, eine große Änderung, und zwar das ganze Haus. Also wirklich das ganz, ganz, ganze Haus habe ich geändert. Denn wir haben unsere Aufgaben geschafft, also unsere Ziele. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Part gesagt habe oder nicht. Und zwar haben wir, was war das denn? Lillian hat es geschafft, Level 6 der Gartenfähigkeit, 7 oder 8, ich glaube, sie war 7,5 so der Geschicklichkeitsfähigkeit. Und ja, jetzt zeige ich euch mal das Haus. Und zwar, so, das vorher, ich sag mal, graue Haus, jetzt sieht man schlecht, weil es Tag, weil es Nacht ist, ist jetzt grün und, naja, immer noch grau, aber ich finde, es sieht besser. Ich lasse mal die Kamera in Ruhe, weil ich die ganze Zeit irgendwas mache. Sie haben jetzt auch einen Zaun. Hier so ein, wie, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, so zum Klettern für Jeanette. Das habe ich ihr gekauft. Das geht aber bald wieder weg. Hier sind immer noch die Hühner. Wieso auch immer die Kleinen hier draußen schlafen. Obwohl sie Platz haben. Hier ist unser, also Lillians Garten. Hier ist auch Patchy, genau, so hieß der Patchy. So, ich lasse die mal da drinnen deren Ding machen. So, wenn man reinkommt, diesmal durch eine grüne Tür, ist die gleiche, aber eine neue, also andere Farbe, sieht das Innere schon anders aus. Ich bin zwar nicht ganz zufrieden mit dem, aber besser als gar nichts. Nehme ich den, wartet, ganz kurz. Ja, ich nehme auf. Ich gucke lieber nach, ganz ehrlich, ich gucke lieber nach. So, die Küche ist auch heller, bisschen grünlicher. Auch wenn die Farbe, Lieblingsfarbe von Lillian gelb ist, habe ich es so geändert. Das kann sie dann aufräumen. Ja, hier ist für Drinks zu machen, also ein Minibar. Der Flur ist, ja, hat ein Regal bekommen. Die Küche ist auch türkis geworden. So, leicht türkis. Wartet, ich mach mal das Licht im ganzen Haus an. Hallo, wo sind die? Oder habe ich da keine Lichter reingemacht? Einschalten alle Lichter? Doch. So, leicht türkis, bisschen braun.
Das Schlafzimmer von Lillian und Jeanette hat sich nicht geändert. Ich habe die Bilder hier. Ich glaube, habe ich das schon davor gemacht oder nicht? Weiß ich nicht mehr. So sieht das aus. Finde ich super. Ganz unterschiedlich. Hier ist das Zimmer von der Rosalia. Die Wände haben sich vor allem geändert. Und das Zimmer von Lucas. Ja, dieses Bild hat Patchy gemalt und nicht Lucas, weil ich glaube, wir wissen alle, dass er es besser kann. So. Das sind die größten Änderungen. Dann die Fähigkeitsänderungen. Ich fange mal vielleicht bei Lucas an, wenn ich schon hier bin. Gitarre 6, Geige 6, also das Wichtigste. Und Malerei fast 9, also fast, ne? Sein Bestreben ist auch vorangekommen. Dann, ja. Bodybuild, also unsere liebe Rosalia ist auch richtig vorangekommen. Sie ist fast fertig mit ihrem mit ihrem Bestreben. Fitness 6, Charisma 3, Geschicklichkeit anscheinend jetzt 4, finde ich super. Rosalia, Sozial 10, Motorik 7, Kreativ 7 und Metall 7. Mental, ich habe versucht, ihr Bestreben weiter voranzubekommen, aber es hat irgendwie nicht geklappt, finde ich aber nicht schlimm. Und jetzt kommen wir zu unserer lieben Lillian, weil da sind einige Änderungen. Also Feinschmecker kochen und kochen ist ganz oben, weil, wissen wir, Geschicklichkeit 7 war so, Erziehung 7, Gartenarbeit 7, Mixen ist 7 und Backen ist 6. Ich habe wirklich mit der geackert, also das war nur Arbeit, Arbeit, Arbeit bei der. Und die macht sich jetzt sofort einen Drink. Sie hat auch eine Menge im Garten gearbeitet, sieht man zwar jetzt nicht, aber sie hat eine Menge gemacht. Und ich sehe, dass man die weiterentwickeln kann, die Pflanzen. Machen wir mal ganz schnell. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Den Hühnern geht es nicht so gut, deswegen Stall säubern. Futter in der Nähe verstreuen mal 3. Und Eier sammeln. So, und dann, Fräulein, dir geht's sonst gut? Ja, dann alle gießen. Hier ist noch irgendwas weiter zu entwickeln. Das hier. Okay. Okay. Und die Kiddies gehen das zur Schule. Freundschaft schließen, fleißig lernen. Und ich weiß nicht mehr, fleißig lernen. Einfach das letzte Mal vor. Gut gemacht, Jeanette. Der Abschluss von Projekten hat einen positiven Einfluss auf deine Note. Auf deine Noten. Mach weiter so. Okay. Gut, dann hier sind, glaube ich, irgendwelche Viecher. Hallo? Achso, das waren hier. Hier haben wir noch alles jeden. Hat hier irgendwas geglitzert oder bilde ich mir das nur ein? Ich glaube, ich bilde es mir nur ein. So, und dann alles bitte alles verkaufen. Gut. So kümmert man sich um die Hühner. Um das Haus. Ich hoffe, das Haus gefällt euch. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ausschalten. Sehr schön. Auch alles automatisch wieder machen. Du kannst dann verwenden. Ich würde auch das Haus einfach ein bisschen sauber machen. Denn ich fühle mich irgendwie. Ich habe das Gefühl, es wird alles gleich wieder dreckig. So. Gut, und dann können wir, glaube ich, wieder. Rosenstrauß. Haben wir Rosen hier? Ja, haben wir. Dann würde ich, glaube ich. Warte, die Schüler dürfen selbst eine Aufgabe für ein anstehendes Schulprojekt wählen. Soll Rosalia eine leichte Aufgabe wählen, um sich eine gute Note zu sichern oder sich eine schwerere Aufgabe wagen, um etwas Neues zu lernen? Ich würde leichte Aufgaben machen. Leistungsverbesserung klein. Okay. Notiz des Rivalen. Als Lucas die Toilette verlässt, bemerkt er, dass sein größter Rivale sein Schulheft auf dem Waschbecken vergessen hat. Darin stehen Hausaufgaben, Notizen und viele andere wichtige Informationen. Soll Lucas es dem Eigentümer zurückgeben oder in den Müll werfen? Ich glaube, Lucas würde es eigentlich da liegen lassen, aber Schulheft zurückgeben. Oh Gott. Der Erzfeind nimmt sein Schulheft angewöhnlich zurück, beschuldigt Lucas dann
aber es gestohlen zu haben. Jetzt muss er erklären, was er nur eine gut, dass er nur eine gute Tat vollbringen wollte, verflixt. Ja, so sieht das Leben aus, ja. Kann man jetzt dagegen. Hat sich irgendwas bei der Freundschaft geändert? Ich glaube nicht. So. Die Lillian ist selbstsicher, das finde ich immer super schön. Wenn die sich freut, einfach alles zu machen, was sie mag. Haben wir einen Kuchen für... Wir haben so viele Eier, kann nicht ausgebrütet. Achso. Die können auch... Nee, die können wir eigentlich in verkaufen. Und das sind... Kann ausgebrütet... Nee, die verkauft wir auch. So. Wer meine andere Serie schaut, also die... Oder lass es mit denen sauber machen und geh zu Darlene. Oh nein. Von Mixen schwärmen, was passiert jetzt? Warte. Okay. Lucas hat verbotene Wörter benutzt, als ihm eine Frage gestellt wurde. Die Lehrerin war wirklich schockiert. Oh nein, das ist wirklich eine Strafe fällig. Nein, es ist eine Strafe. Rosalia hat Harley in... Hä? Ich dachte, ihr kennt euch. Ja, okay, komisch. Oha, was ist jetzt los bei euch? Ihr seid doch beste Freunde. Muss die Geschichte erzählen. Achso, zurück zum Gedanken. Wer meine meine andere Serie kennt, also die Gold Digger Challenge, weiß, dass ich komische Bugs manchmal habe. Deswegen, wenn irgendwas passieren sollte und ich den Part, also ich habe den Part beendet zum Beispiel und dann sollte irgendwas passieren und danach im nächsten Part alles anders aussieht, heißt es, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Also, ich hoffe, man kann verstehen, was ich meine. Also, ich beende den Part, irgendwas ist kaputt gegangen kurz danach und dann kommt der Part, aber im nächsten Part ist alles anders. Das ist wegen einem Bug. Ich glaube, das kommt alles mit dem ganzen neuen Szenarios. Die machen mir leicht Angst. Also, die sind interessant, aber für mich unnötig. Also nochmal, interessant, unnötig für mich, aber ja... Ich glaube, das ist so, die vermischen sich mit den Mods und da kommt sowas, weil, ja, ich war schon ein bisschen am Verzweifeln bei der Gold Digger Challenge. Es hat mir alles einfach Angst gemacht. Und hallo, Patchy. Gott, ich hoffe, der kriegt vielleicht einen neuen Namen. Es geht mir so auf den Keks. Inventar anzeigen. Ach nein, ich würde... Oi. Hier, Stand bedienen, kannst du auch... Warum kann man das nicht aufstellen, wenn hier so viel Platz ist? Patchy ist voll süß. Und ich habe endlich herausgefunden, ich weiß nicht, ob ich es schon im letzten Part gesagt habe, warum sich meine Sims immer so küssen. Wegen der freien Liebe. Das sind aktive Pläne, also das hier alles... wie soll ich sagen, Das funktioniert deswegen der freien Liebe. Und ich glaube, das war ich, die es gewählt hat. Also das glaube ich zumindest. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Gartenverkauf. Ja. Diesen Bug hier oben links hatte ich schon mal. Also im Sinne von... wenn das abläuft, läuft es ab. Wenn nicht, kann alles gerade passieren. Also es kann ganz kaputt gehen. Im Sinne von, ich gehe jetzt, keine Ahnung, im Baumodus, möchte was kaufen. Und meine Sims sind futsch. Also ich muss ausmachen. Ich speichere am besten gar nicht. Das war mein Mikro, wahrscheinlich habt ihr es gehört. Und ja, ich habe die Vermutung... Lilling? Wer ist Lilling? Anscheinend hat Probleme mit... Ach so, Rosa, Schule fertig, zurück. Okay. Du hast Einser. Du bist eine Dreier-Schülerin, wundert mich nicht. Und du bist auch ein Einser. Du bist aber ultra müde. Gehst ein Nickerchen machen. Du stinkst. Du gehst duschen. Und du gehst auch mal vielleicht ein bisschen mit klassischer Musik entspannen. Komm, mach das. Und du... Ja. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Eben waren da Herzen. Ich glaube, das habt ihr gesehen, oder? Hoffentlich.
kauf was, komm. Ich will nämlich alles aus diesem Inventar loswerden. Alles. Und zwar so und nicht anders. So, ja. Nicht Liebe, ich will keine Liebe. Ich glaube, montags und freitags kann man neu wählen, also Abstimmung machen. Ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Nickerchen machen. Ja. Wir haben 5000 Simoleons. Ich habe mir Gedanken drüber gemacht, wo das... Achso, ja, es hat sich völlig verbuggt wieder, okay. Ah, nee, es hat sich nicht verbuggt. Patchy wollte was damit machen, okay. Und es ist weg. Gut, jetzt ist alles wieder gut. Ich habe mir Gedanken gemacht, wo Jeanettes Zimmer sein wird, weil sie wird jetzt Teenagerin Sims morgen. Und das wäre jetzt auch wichtig. Geh duschen und geh dann schlafen, ganz ehrlich. Du bist nicht müde. Du kannst das... Nein, trink dein Drink. Trinken und dann kannst du einen Kuchen, eine Torte für Jeanette backen. Und dann werden wir alle schlafen gehen, damit der Tag vorbei ist. Also, die Sims. Was für einen Kuchen möchte ich denn? Winterkuchen? Nein. Kokosnusskuchen nicht. Erdbeer. Komm, ich mache einfach einen Erdbeerkuchen, fertig ist. Rosalia. Okay. Er wollte vorbeikommen. Nein! Ich wollte ihn auch hier haben. Es war Harry. Okay, du gehst duschen, Junge. Junger Herr. Du gehst schlafen. Du gehst trinken. Du machst ein Nickerchen. Du kannst dann auch spielen gehen nochmal. Zweimal. Anne. Ah, das ist Lilling. Wo ist sie überhaupt? Ist sie noch hier? Nö. Okay. Habe ich aus Versehen abbrechen gedrückt oder bilde ich es mir nur ein? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Und der Typ hier hinten, könntest du bitte gehen? Ja. Wie der mir zugehört hat. So. Und, aber Verabredung. Okay, komm. Ice Cream Parlor? Okay, wir gehen hin. Aua. Mal wieder in diesem Video sind so viele Informationen von mir. Ich kann mir kaum vorstellen, wie ihr zuhören könnt. Aber was ich schon wieder Interessantes herausgefunden habe, weil ich mir gerade den Yannick angeschaut habe. Ihr wisst ja, dass er, wer es nicht weiß, der ist verheiratet, also neu verheiratet mit einer Simin von, wie heißt das, Hanford for Bagley, halt aus diesem Farmers Pack, also Land, Stadt. Da waren Simin und die haben geheiratet und anscheinend haben sie ein Kind bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon wusste oder nicht, aber die Lillian Rosa, nicht Lillian, puh, nicht Lillian, Lucas, Rosalia und Jeanette haben Halbgeschwister. Wieso kann ich mit dir nicht flirten, Freundchen? Seit wann bist du ein junger Erwachsener? Was? Ich dachte, Rosalia ist die Älteste von der Gruppe. Über Nachtechtel-Mächtel fragen kann man mal machen. Tiefgründige Unterhaltung, okay. Aber seit wann? Verstehe ich nicht. Okay, wartet. Sind auch andere? Ja, okay. Young ist Teenager. Darla ist Teenager. Harley ist Teenager. Wieso ist... Ach so, okay. Sims könnten... In die Gruppe können nur Teenager und Kinder. Das habe ich ja völlig vergessen. Gott, oh Gott. Über Probleme beschweren. Umarm.
Mach mal ein Selfie mit dem Typen. Foto machen mit. Wollte er gerade weg? Du Vogel, ganz ehrlich. Lädt uns ein und dann möchte er wieder weg. Finde ich nicht gut. Es kann weg, das kann weg, das kann weg. Hat sich hier irgendwas geändert? Nö. Okay, mach jetzt ein Foto mit ihm. Komm schon. Fähigkeiten, Charisma, komm, mach Charisma. Das Nachleben kann ganz schön hart sein. Erzähl dem Barmixer alles darüber und genieße reduzierte Tränke. Es ist Geisternacht. Oh no. Hey, mach doch Foto. Okay, geil. Ja, hier ist der Vincent Wolf, Halbbruder von denen und das ist die Lavina Wolf. Ich habe keine Ahnung, wie sie früher hieß. Und ich glaube, der Harry ist gerade gegangen. Der hat uns einfach gelassen. Hier hängen gelassen. Ist hier irgendwo eine Bar? Nö. Okay, ich dachte, vielleicht könnte unser guter Lucas was trinken, nachdem sein Freund ihn gerade so gelassen hat. Okay, sein nicht mehr Freund. Oder doch Freund? Sind sie noch zusammen? Weil jetzt ist Harry groß. Groß. Erwachsen? So. Wisst ihr, was ich meine? Harry. Gott, oh Gott. Irgendwann wird das Harry Wolf sein. Hoffentlich, weil deren Beziehung ist auch ganz komisch. Und ja. Irgendwann wird das ganze Ding hier mit der Familie Wolf sein, beziehungsweise mit der weiterführenden Familie, denn Lillian wird wahrscheinlich den Nachnamen ihres Ehemannes bekommen, genauso wie Rosalia. Und ja. Dann muss ja Lucas Kinder adoptieren, aber ich habe mir eigentlich gedacht, dass er keine adoptieren wird. Wisst ihr, was ich meine? Okay, meine Gedanken sind ganz komisch. Ich habe so viele Ideen, wenn es um die ganze Familie geht. Und ich habe keine Ahnung, ob ich sie überhaupt jemals in Erfüllung bringen werde. Du gehst sofort schlafen. Genauso deine Schwester. Deine andere Schwester hat Hunger. Die geht erstmal was essen. Und deine Mutter hört auf, sich Getränke zu machen und macht den Kuchen weiter. Fräulein. Hierhin und weitermachen. Hä? Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier Platz nimmt. Diese gute Dekoration kann vielleicht weg. Ja, jetzt sollte es, glaube ich, funktionieren. Hoffentlich. Ach, sah so schön aus. Und jetzt ist es weg. Hallo, Sims. Okay, ja, es war die Dekoration. Musik ausschalten. Schlafen. Wenn du fertig bist, meine Dame, gehst du auch schlafen. Und Lillian macht, also deine Mutti macht ihr weiter deinen Kuchen. Und dann geht sie auch schlafen. Nein, erstmal macht sie Kerzen drauf und dann geht sie schlafen. So rum. Und können wir eigentlich schon für morgen? Genau. Ereignis, genau. Ja. Ja. Geburtstagsparty. Dann planen wir mal das. Schön nett. Erforderlich. Lillian, Rosalia. Rosalia, Lillian, Woll. Lucas nicht Wolf. Der Vater kann auch kommen. Und Anne. Das sind halt ihre Freunde. Nee, wir machen schon selber unser Essen und trinken auch. Und ja, alles gut. Nein, wir bleiben zu Hause, weil ich finde das Haus einfach zu schön. Es ist einfach zu schön geworden. Achso, noch die Uhrzeit. Wir machen es um 9. Ja. Und nächste Woche werden Rosalia und Lucas zu
Erwachsenen. So, Geburtstagskerzen hinzufügen, das geht weg. Und dann kannst du schlafen gehen. So. Die Kinder müssen sich auch einen freien Tag nehmen. Urlaub neben Schule. Du Urlaub neben Schule und du auch Urlaub neben Schule. Nicht, dass er mir dann aufsteht und in die Schule geht. Das wollen wir nicht. Ja. Dir geht's schon nicht so gut. Gehst dann auf Toilette und duschen und dann was essen. Hier Reste nehmen. Du nimmst auch was zu essen. Du auch. Ach, ihr nehmt einfach alle was zu essen. Reste nehmen. Du eigentlich nicht, aber. Hallo. Urlaub nehmen. Mhm. Jetzt kannst du spielen gehen. So gute zweimal. Okay, zwei haben sich schon mal Urlaub genommen. Du gehst dann zuhören zu... Was ist deine Lieblingsmusik nochmal? Summerhits. Zuhören zu... Summerhits. Geht dir dann... Dann geht's dir gleich besser. Ach ja. Du... Warum sitzt du vor dem Ding? Vor dem Kühlschrank? Du bist ja ganz komischer. Hier, nimm dir ein Stück vom Hähnchen. Bah. Warum hast du dein Getränk gestern da gelassen, ganz ehrlich. So, dann kannst du wieder dich mit deinem Garten, um deinen Garten kümmern. Ja. Dann und die Hühner, wieso schlafen die wieder draußen? Eier sammeln, Stall säubern, Futter. Oder nee, stopp, darum kann sich auch Jeanette kümmern. Kann sie das? Stall säubern, Eier sammeln und... Oh, nein. Und zweimal die Hühner füttern. Oh, ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden, aber es scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, damit er mein Freund wird? Sei einfach weiter nett, ganz ehrlich. Nicht verändern. Nichts irgendwie... Keine Ahnung. Och. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht weiter weiß, was ich machen soll. Wie soll ich denn mit anderen Dingen weiter fertig werden, wenn ich nicht mal mich selbst unter Kontrolle rede mit jemandem darüber? Ja, weil Sport machst du ja schon genug. Und dann kannst du Reden halten. Hähnchen kann wieder weg. Ich glaube, ich überziehe diesen Part ein bisschen, denn... Ich will unbedingt, dass Jeanettes Geburtstag heute stattfindet. Und bei mir, und ich merke gerade, dass es ein bisschen länger wird als sonst. Das war eigentlich nicht absichtlich, aber ja, was kann ich dafür? Einiges, aber ja. So, danach kannst du noch was in dein Tagebuch reinschreiben. Das kann weg. Also die Eier. Und ja. Sonst geht's der Familie ganz... Na gut. Es könnte besser sein. Dann kümmere ich mich hintereinander mit denen. Ach, Lukas. Der ist auch so ein besonderes Sim. Ich habe keine Ahnung. Meistens mag ich meine... Ja. Ja, ich weiß. Meistens mag ich meine männlichen Sims nicht.
weil die mir einfach nie gefallen. Irgendwie alle männlichen Sims, wenn ich die mache natürlich, gefallen mir einfach nicht. Die haben nichts Besonderes in denen. Und dann kommt so ein Lucas und ist einfach anders. Ich weiß auch nicht, wie er es geschafft hat. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich mich einfach ein bisschen anders um die kümmere, wie ich sonst mit meinen Sims mache, weil wenn ich privat spiele, fühle ich mich irgendwie so, das sind halt Sims. Und wenn ich jetzt so spiele, ist es halt für mich eine Familie. Psch, wisst ihr, was ich meine? Los geht's! Kuchen benötigt. Wir brauchen Kuchen. Okay. Jetzt zeigt sich hier oben nichts an. Egal. Hauptsache, wir feiern Jeanettes Geburtstag. Es kann auch jetzt sofort anfangen. Während Ereignis kann nichts passieren. Okay. Wir nehmen das mal hier hin, damit wir ein bisschen Party machen können. Tanzen. Nee, nicht tanzen. Wir gehen gleich zur Sache. Ich möchte Jeanette als Teenager sehen, nicht du. Du machst eine Gruppe mit jedem. So rum machen wir das. Aktion. Eine Runde, sorry. Lukas, Jeanette, die. Und Anne ha ist auch jetzt anscheinend ein Teenager. Dann gehen wir Kerzen. Ja, Jeanette geht dann Kerzen auspusten. Stopp! Nein, tu das nicht! Oh. Free Headline Effects on. War das so? Nein. Ah, nee. Nicht Free Headline. Headline off. So rum. Ja. Ich hasse das. Ich hasse das mit der Kamera. Okay. Und ich habe keine Ahnung, was ich aus der mache. Nein. Ich dachte mir, dass Jeanette unsere kleine beliebte Maus sein wird. Wieso funktioniert das nicht? Meine Sims haben sich verbuggt. Nein. Ach komm schon, das kann nicht wahr sein. Ah, super, super. So, dann machen wir erstmal vielleicht ein Merkmal. So, sie ist viel Fraß und dann dachte ich mir noch, dass sie ordentlich ist. Und dann, so, hier, Freundin der Welt. Dieser Sim möchte so viele Freundschaften wie möglich schließen und erhalten. So, und das ist die Jeanette. Die Manieren von Jeanette reichen für den Erwerb des Merkmals. Ach so. Oh mein Gott. Du bist so hübsch, Jeanette. Also ich würde jetzt ihre Augen vielleicht Augenbraue ändern, aber sonst ist sie so hübsch. Uiuiuiui. Das habe ich jetzt nicht erwartet von der. Gut, egal. Ihr könnt jetzt vielleicht alle zusammen ein bisschen tanzen. Das wäre doch eine Idee. Headline. Effects on. So. Ja, die Tanzfähigkeit erworben. Und dann zusammen ein Stück nehmen. Das wäre auch eine Idee. Wo ist eigentlich dein Vater? Da ist er. Und die liebe Anne malt da irgendwas. Oh mein Gott, ich habe es gerade realisiert. Das habe ich ja völlig vergessen, wieso ich mich auf Jeanettes Geburtstag gefreut habe. Also so sehr. Natürlich, Jeanette ist jetzt eine Teenagerin, aber sie ist kein Kind mehr. Das heißt, die Regeln, dass wir jetzt endgültig die Karriere mit Lillian einschlagen können. Sie kann jetzt endgültig eine Köchin werden. Also erstmal ein Leckermaul, aber wir haben es jetzt gemacht. Lillian fängt jetzt mit ihrer Karriere an. Das ist jetzt. Oha. Also, das habe ich jetzt total vergessen.
Okay, das war ein sehr komisches Lachen, aber ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, wie ich mich gerade freue darüber. Essen zubereiten, Getränke mixen. Morgen geht sie das erste Mal hin und dann hat sie wieder frei. Och Mann. Ja, feiert einfach weiter ihr Geburtstag. Gott, sie kriegt schon so gute Tanzfähigkeiten. Du, Fräulein, du sollst auch tanzen. Das möchte ich auch, dass du gut kannst. Okay, Tanzfähigkeit schon fast 4. Und da versucht jemand mit einer anderen Person zu flirten. Mhm. Okay. Guter Ruf. Jeanette oder Rosalia sind soeben gute Freunde geworden. Und Patchy kommt auch schon. Super. Nein, aber nach diesem Part werde ich wahrscheinlich noch einen machen. Aber ist das... Ach, Jung! Oh mein Gott, Jung, komm mal her! Oh! Hier, nein! Ich wollte, dass du ihn küssen. Ja, nach dem Part wird Jeanette ein Makeover bekommen, also so zu 100%. Und Rosalia hat... Pickel? Nein, kratzig, wie Krankheit, oh no! Das wusste ich gar nicht, dass sie krank ist. Verrückten Plan vorschlagen? Ja. Ist jetzt halt so. Ja, nochmal sanft küssen. Okay. Ich überziehe den Part jetzt schon ein bisschen zu sehr. Sonst mache ich nicht so lange Parts. Stopp jetzt! Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wir haben jetzt endlich die Challenge endgültig angefangen. Das hat nicht so wirklich Sinn gemacht, der Satz, aber egal. Egal. Ich werde Jeanette jetzt umziehen, nach dem Part, wenn ich mich gleich verabschiede. Und im nächsten Part werden wir wahrscheinlich Freunde für Jeanette suchen, beziehungsweise das neue Leben anfangen mit einer Teenager-Jeanette. Wird interessant sein. Gut, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr es euch anschaut, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!